Söldner? Na, das sind loyale Diener, oder? Hier bei Vampire's Dawn 2. Ich bei DC Steve und. Ah, jetzt bei Retrowelt. Ja, wir haben im letzten Part zufällig noch die Söldner gefunden. Und wir wollen zu Jinnai. Genau, wir wollen zu Jinnai, damit wir uns sagen kann, wie es weitergeht. Tatsächlich in diesem Teil den Weg gehen. Ich frage mich, ob wir uns jemals zu Fehler mal so verwandeln werden können. Würde mich schon fast nicht wundern, wenn Jinnai es uns einfach beibringt. Ach. Das ist schon ein bisschen dämlich. Sollten wir nicht noch Runen nicht noch finden? Ja. Das würde uns dann auch noch. Nee, das wollt ihr uns dann noch zeigen, oder? Ja, aber dafür mussten wir irgendwie erst welche finden, oder? Naja, gucken wir einfach mal, was er uns zu sagen hat. Ist er ja auf diesem Mittelding wieder, oder? Wahrscheinlich. Gehe ich aber von aus. Aber. Bevor. Oh nein, du willst wieder Leserbriefe? Na. Na, freust dich das schon? Natürlich. Brief 38. Kannst du Miss sagen, wie man Missionen macht, weil ich ein Spiel mache? Kommentar von Malix. Achtung an alle. Auf www.rpgmaker2000.4players.de das E-Book anschauen. Das ist tatsächlich ziemlich gut für jeden, der mit Meckern anfangen will. Das gilt als so eine Art offizielles Handbuch und das soll das umfangreichste Tutorial überhaupt sein, was es im dem Bereich gibt. Ich packe euch das mal in die Videobeschreibung rein. Das ist auf jeden Fall eine gute Idee, genau. Brief 39. Erstmal eine wichtige Frage, bevor ich weiterfrage. Stört, Strich, nervt es dich, wenn ich dich ausfrage? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Kommentar von Malix. Hatten wir ja schon mal. Einfach fragen, keine Fragen, ob man sich mal fragen darf. Doppelpunkt D. Brief 40. Hey, du bist schwer in Ordnung. Hoffentlich bekommen Stern, 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 Stern und ich das auch so cool hin wie du. Kommentar von Manix. Das hoffe ich doch. Ach. Das sind gerade eher so vernünftigere Sachen fast schon, ne? Brief 41. Lass dir mit dem Game ruhig Zeit, so viel du brauchst, um alles perfekt zu machen. Ich bin ein Riesenfan, wie gesagt. Und würde auch nochmal zwei, Klammer, Fragezeichen, egal, Zwinker, Zwinker. Oh, nee, Dach, Dach. Jahre warten und nochmal und nochmal und nochmal, Dach, Dach. Mit Star Wars lassen sie sich auch genug Zeit, dann darfst du das auch. Der Vergleich zwischen Star Wars und Vampires. Oh, Alter. Das ist so witzig, mit was Alex oder seine Kreation schon so alles verglichen wurde. Ja. Ja. Alex, der George Lucas der Maker-Szene. Kommentar von Alex. Wenn das nur jeder so sehen würde, wäre mein Main-Account deutlich leerer. So um 90%. Oder auch nicht, weil dann würden die mir alle schreiben, hey, nein, lass dir ruhig Zeit, ne? Ja. Brief 42. Seid mir gegrüßt, ehrenwerter Alex oder Alexander, Stern G, Stern. Du wunderst dich bestimmt, warum ich dir schreibe, beziehungsweise du weißt es ja sowieso gar nicht, wer ich bin. Nun, ich bin ein einfach Fan der RPG-Spielewelt, insbesondere des Makers. Einen besonderen Narren habe ich an VD2 gefressen. Ich liebe dieses Spiel jetzt schon und sein Vorgänger war atemberaubend. Ich kann selbst kein bisschen mit dem Maker umgehen, kann weder Grafiken noch Skripte erstellen. Ich kann gar nichts. Man hat es als 16-Jähriger nicht leicht, doch warum erzähl ich dir das jetzt? Oh, oh, ich bin gerade etwas abgeschweift, wie ich gerade merke. Mein eigentliches Anliegen war, dass ich meine Bewunderung für dich, VD und die Maker-Welt ausdrücken wollte. Es ist unübersehbar, dass VD das Spiel war, welches viele zu dem Maker geführt hat und die eigentliche Öffentlichkeit darauf aufmerksam machte. Außerdem habe ich sie verpflichtet, gefühlt dir dies Mail zu schreiben, wenn sie bedenke, wie viele spannende Stunden mir dein Spiel gegeben hat und wie wenig ich der Maker-Welt und insbesondere dir gegeben habe. Gott. Mann, ey. Also eine große Kleinschreibung ist auch ziemlich random, ne? Nicht nur das. Ach, der ganze Text, das war ja einfach nur, oh Gott, du bist so ein Gott. Ich wünschte, ich könnte auch was machen, aber ich bin einfach nur dumm. Aber du bist ein Gott. Ich könnte euch irgendwas zurückgeben dafür. Und nicht drüber denken, dass das Leben als 16-Jähriger echt schwer ist. Auf jeden Fall. Und vor allem, wie sehr Vampire's Dawn die Maker-Welt beeinflusst hat. Leider hat er damit recht. Ja, ja. Kommentar von Malix.
eine der nettesten Mails, die ich je erhalten habe. Danke. Also die war echt hart, ne? Brief 43. Jo, Malex, ich heiße Stern, Stern, Stern. Meine Freunde nennen mich Stern, Stern, Stern. Ich wollte Sie mal fragen, da ich ein Vampire Stone Crack bin, wollte ich fragen, ob Sie mir mal Vampire Stone 2 schicken können. Oh, das ist nicht so witzig. Kommentar von Malex. Psst, ich habe hier ein bisschen 42. Ja, hier in meinem Mantel. Ganz frisch. Das gibt dir einen absoluten Kick. PS, viel Spaß beim Spielen. Sprich, er hat sich wahrscheinlich einfach die Demo zugeschickt. Ich denke auch. Brief 44. Warum habt ihr mich vom Forum verbannt? Beim Verband. Kann ich nicht wieder ein Mitglied werden? Gibt mir noch eine Chance. Chance. Das ist echt geil geschrieben, ey. Das muss sagen, das... Das ist echt nochmal richtig krasses. Wow, also Chance, ja. Da kann ich jetzt aber nicht mal sagen, dass es irgendwie ein Ausländer ist, weil selbst, für jeden ist es ja ein Fremdwort, ja. Also Chance. Und das wird wahrscheinlich auch aus anderen Sprachen kennen irgendwie. Das könnte von Ankelos sein, so geschrieben. Weiß ich nicht. Also das ist schon echt krass. Das ist schon echt krass. Das ist ein bisschen wie Expilenz. Ja. Also. Ja, naja, ich weiß nicht. Das ist halt einfach nur, man weiß ja zumindest, was es sein soll, ne? Ich meine, das weiß bei Expilenz auch. Phonetisch stimmt es ja sogar irgendwie. Ja, eine Chance, ne? Aber. Das ist schon. Kommentar von Malex. Kein Kommentar, da. LOL! Wettens hat er nicht geantwortet. Nein. Wahrscheinlich hat er es einfach gar nicht beantwortet, so wie die meisten Sachen. Brief 45. Hallo, wo ist das Versteck von der Bande? Das muss irgendwo beim Eis sein. Nochmal eine Frage. Kennst du Eternal Legends? Wenn ja, was ist besser, VD1 oder Eternal Legends? Das Vampire Stone zu der Zeit immer so oft mit Eternal Legends verglichen wurde. Naja, weil im Endeffekt die Spiele rauskamen. Genau, die kamen relativ gleichzeitig raus. Das waren beides wirklich große, epische Spiele, die viel Ereignis hatten und die eben nicht nur dieses Standard-RTP-Zeug und so waren. Genau, richtig. Und das ist so... Also, warum wahrscheinlich deswegen auch dieses Eternal Legends hier immer wieder erwähnt wird, ne? Aber das ist trotzdem ziemlich cool, weil das wusste ich gar nicht. Das ist ja schon fast so wie mit Coca und Pepsi, ne? Vampire Stone und Eternal Legends. Ja, genau. Was ist besser, ey? Vampire Stone, das ist ja kacke. Eternal Legends hat eine richtige Story und so. Das werden wir auch noch raussehen, weil wir werden auf jeden Fall Eternal Legends irgendwann auch noch spielen. Gut, ja. Kommentar von Malix. Ich finde Eternal Legends besser. Okay, jetzt ist es raus. PS, dicken Gruß in Square. Zwinker. Ja, so nennt sich der Typ. Ich denke aber auch, dass, also ich könnte das schon, wenn Malex da die Wahrheit sagt, dass ihm sehr gut gefallen hat und er mit Vampire Stone 1 wahrscheinlich so, vor allem, ich meine, man ist ja mit sich selbst sowieso so ein bisschen selbstkritischer, ja, ne? Ja, genau. Also ich weiß nicht, ich habe bisher nur einen Teil angeschaut. Das Problem war ein bisschen, dass Eternal Legends etwas weniger unrund wirkt, weil es mehr Bugs hat, ne? Muss man dazu sagen. Das ist so... gegenüber Vampire Stone 1. Es wird weniger unrund, weil es mehr Bugs hat und man ist weniger rund, oder was? Ja, genau, weniger rund. Und natürlich, okay, ich wollte zuerst sagen, die Rechtschreibung von Eternal Legends ist schlecht, nachdem wir aber VD1 gespielt haben, habe ich festgestellt, okay, die Rechtschreibung von VD1 ist jetzt auch nicht gut, ne? Von daher... VD2 hat sich ein bisschen gebessert, aber es sind immer noch unendlich viele Sachen drin. Ja, aber es ist deutlich besser als der erste Teil. Das muss man schon sagen. Es würde trotzdem keine 1 oder 2 in dem Diktat werden. Ja, aber ich verstehe halt nicht, warum die keine Testleser haben. Ja, das ist echt... kann ich nicht nachvollziehen. Und weil eigentlich spätestens jetzt wusste ja auch Malex, dass wahrscheinlich dieses Spiel sehr viel Aufmerksamkeit bekommen wird. Tatsächlich? Sprich weiter. Beim ersten Teil hätte er sich immer noch rausreden können, er hat damit nicht gerechnet, dass das Spiel so populär wird, ne? Mhm. Aber im zweiten Teil wusste er es ja. Definitiv, ja. Tatsächlich bin ich eigentlich der Meinung, dass die Spiele auch bis heute noch viel zu wenig und beziehungsweise nicht ausreichend genug gebeta-testet werden. Ja. Und oft dann irgendwie, ja, ich weiß nicht, von Freunden, die dann vielleicht irgendwie nicht kritisch genug sein wollen oder von irgendwelchen Fanboys oder da ist für mich, gar nicht. Und ich weiß, halt mache ich mich wahrscheinlich wieder unbeliebt, aber da ist Sternenkind-Saga für mich auch so ein Fall. Aber okay, gut. Ja, machen wir es mal weiter, reden wir später drüber. Genau. Brief 46. Die Bilder, die ich dir geschickt habe, haben eine Nebenwirkung. Sie gehen nicht im Maker. Ja. Kommentar von Malex. Zu Risiken und Nebenwirkungen befragen Sie bitte Ihren Arzt oder Malex. Ja, es war... Brief 47. Guten Tag. Sie wissen sicherlich, dass ich ein
Volt Lab Burning Board 2.1.3. Bei Ihnen bestellt habe. Ich wollte jetzt mal fragen, ob ich noch was zugesendet kriege. Ich kenne das. Oh, was ist denn das? War denn das? Weiß ich nicht. Ich kenne das sogar, den Begriff. Oh Gott, ich kenne das. Tja, wirst du dann wahrscheinlich nach dem Partner googeln müssen. Ja. Ne? Kommentar von Marix. Guten Tag, das von ihm bestellte Wattler Board befindet sich derzeit noch in der Produktion, wird Ihnen aber in den nächsten Wochen vom Briefträger Ihres Vertrauens zugestellt. Versprochen. Ich weiß gerade echt nicht, was das ist. Ich hatte den Begriff schon gehört, verdammt nochmal. Okay. Wir schauen es uns dann mal später an. Ne? Ja. Brief 48. Oh, Bichte, was das ist, mir sowas von scheißegal. Gerade in dein Gammelforum will ich jetzt nicht mehr rein, nachdem da so knapp mal ein Monat Zeit gelosse hast, mal zu antworten. Ich hab mich schon längst unter einem neuen Namen angemeldet. Und wenn ich das nochmal passiert, melde ich mich an und schieb voll die Randale. So, Ende. Was ist denn das? Was soll denn das? War das jetzt ein Schwabe oder ein Schweizer? Oder ich habe keine Ahnung, was das jetzt für ein. Kenne ich mich ehrlich gesagt nicht mehr aus. Also Leute, wenn ihr das zuordnen könnt, aus welcher, also welche Sorte deutscher Dialekt das sein könnte. Ja, richtig. Also ich meine, zuerst dachte ich Rechtschrift, aber es war denn keine Rechtschrift. Das war schon jemand, der Dialekt, genau, der hat einfach der hat so geschrieben, wie er spricht sozusagen. Ne? Genau. Also ist auch falsch, nur so nebenbei, aber ja, ist halt Mundart. Genau. Lass mir das einfach mal sein. Es ist schon okay. Ich denke mal, das kann man ruhig mal machen. Aber egal. Kommentar von Malix. Verdammt, wenn der Randale macht, ist es aus. Aus! Versteht ihr mich? Aus! Was? Wie viele sind das denn diesmal? Brief 49. Du hast doch bestimmt eine DVD-Software zu Hause, oder? Meine ist im Arsch und die von ScreenFun genauso. Ich erläutere es nicht weiter. Könntest du eine Kopie oder sowas von der DVD-Software per E-Mail zu mir schicken? Klammer, wenn du eine DVD-Software hast. Klammer zu. Kommentar von Malix. Guten Tag, hier ist der Malix Raubkopierversand. Kopierte Software zu Knallerpreisen. Bestellungen werden an jeder Polizeidienststelle gerne angenommen. Zwinker. Ja, selbst so eine ScreenFun-CD darf man nicht einfach kopieren. Das ist im Endeffekt an der Stelle auch schon Raubkopieren. Krass. Ja, gehört einem ja nicht sozusagen. Also, ja, klar, ist ja nicht. Ja, genau. Klar. Brief 50. Hattest du irgendwelche Hilfe beim Machen von Vampire's Dawn 1 oder 2? Ich meine so von Firmen wie Ubisoft oder so. Hier muss man kurz dazu erwähnen, dass zu dem Zeitpunkt Ubisoft noch eine eher kleine, sympathische Firma war. Klingt komisch, ist aber so. Also, ich kenne die eigentlich auch nur so. Ich wusste gar nicht, dass die jetzt groß sind. Ubisoft mit einer der größten Publisher der Welt und vor allem in DLC und Abzocken legendär. Ach so, interessant. Ja. Also ich kenne die wirklich noch so aus Zeiten von... Nee, die sind jetzt der drittgrößte Publisher der Welt. Weiß ich gar nicht, was war denn das? War das nicht Tomb Raider und sowas? Ja, jetzt hat Ubisoft zum Beispiel die Assassin's Creed-Reihe. Okay. Das South Park-Spiel kam zum Beispiel über Ubisoft raus. Zu Ubisoft gehört noch... Naja gut, also ich hab den Namen auf jeden Fall auch schon vor 10 Jahren und vor 12 Jahren ziemlich häufig gelesen. Und zu denen gehört dieses Detail, dämliche Uplay. Ne? Und zu Ubisoft gehört übrigens die Might and Magic-Reihe jetzt. Ah, okay. Zum Beispiel, die haben die aufgekauft. Also die haben jetzt einige Marken. Ne? Also die sind 10 Jahre mit zu den größten Publishern der Welt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es jetzt der drittgrößte im PC-Bereich ist, aber zumindest waren sie es auf jeden Fall mal. Okay, machen wir einfach weiter, ne? Genau. Kommentar von Malix. Ja, sowohl Electronic Arts als auch Ubisoft haben mich mit einem Millionenbudget unterstützt. Zwinker. Brief 51. Ist nicht besser, dass das Spiel so oft verschoben wurde. Ich höre von all meinen Freunden und Chatbekannten, dass sie alle keinen Bock mehr auf das Spiel hätten, es zu lange gedauert hätte. Bei mir ist es auch so, die ewige Warterei macht die Spannung weg und man hat keinen Bock mehr. Aber Teil 1 war der Hammer, ein großes Lob. Ich würde mich ein bisschen beeilen, Zwinker. Naja, das ist ja... Kommentar von Malix. Na hoffentlich gibt es wenigstens noch 5 oder 6 Spieler, die das hier lesen. Ich denke auch nicht, dass er da... Ja, wir machen aber später weiter, weil ich will jetzt nicht den kompletten Part das hier machen. Okay, na gut, dann holen wir jetzt erstmal
ja, den Rat von Jinnai oder die Hilfe von Jinnai. Richtig. Und dann können wir ja dann später im nächsten Part oder so noch ein paar Briefe lesen. Das Schloss wird uns ja nicht wegrennen. Ja. So, das machen wir erstmal. Jetzt machen wir eh schon wahrscheinlich solche jetzt eine halbe Stunde Part dann. Weil eigentlich wollte ich das nur als Bonus machen. Ich dachte, es gibt jetzt 10 Minuten oder so. Mach das nicht. Mach den Part einfach immer so lang wie immer. Das Ja, den gab es einfach diesmal mal ein bisschen mehr. Musst du nicht nach oben? Also irgendwie auf die Zinnen, ne? Oder? Ich bin ganz total bescheuert gelaufen. Oh Gott, die sind richtig dunkel gelaufen. Kannst du nicht nach unten? Nee, da geht's auf so ein Fenster und nach links können wir mal gehen. Ach so, ja, das meine ich ja. Nach unten. Nein, nach links. Komm denn auf ein Fenster, genau. Ja, ja, ich weiß schon, was du meinst. Wieso sind wir jetzt dumm gelaufen? Ist doch alles in Ordnung. Ja, okay. Also ich denke mal, der wird hier wieder hier sein. Ja, bisher war ja alles hier, ne? Ja. Außerdem war ja Ronak auch noch hier, genau. Wir haben den Dieb leider nicht erwischt. Wir haben ihn von Syras aus verfolgt, bis wir in eine Stadt angekommen sind, die wohl an einen Fluss eingrenzt. Dort waren zu viele Wachen, an denen wir nicht vorbeikamen. Wir haben es gar nicht probiert. Und warum? Ja. Und dann wart ihr anscheinend in den Mestor. Und ja, er gehörte wirklich dir. Ich habe ja selbst nochmal nachgeschaut. Beim letzten Mal war ich ja irritiert, wer Jinnai gesprochen hat. Und ja. Ich hatte schon vermutet, dass dort der Unterschlupf der Diebe ist. Es gibt dort eine große Kanalisation. Dort wird der Dieb sich wohl versteckt haben. Diebe leben in Kanalisationen wie Ratten. Ich frage mich, wie er an den Wachen vorbeigekommen ist. Er ist ein Dieb, ein Meister der Tarnung. Und er wird sicher einige Geheimgänge kennen. Wie auch immer, als nächstes müsst ihr Burg Varys erobern. Denn die Wachen in Mestor gehören zu den Soldaten auf Burg Varys. Wenn du die Burg angreift, werden die Soldaten aus Mestor den Soldaten in Burg Varys zu Hilfe eilen. Dort könnt ihr sie dann alle gemeinsam vernichten. Das ist auch unbedingt gut, ne? Weil und wie sollen wir das anstellen? Die Söldner habt ihr ja bereits zu euren Verbündeten gemacht. Außerdem habe ich mich darum gekümmert, dass die Steuereinnahmen wieder fließen. Die Münzen lagen dann hier, im Turm. Ihr könnt sie im Erdgeschoss abholen. Ich zeige euch jetzt, wie ihr andere Burgen erobern könnt. Oh nein, es ist soweit. Wir treffen uns im ersten Stock dieses Turms, nach einem Cut. Ja, also tatsächlich, war tatsächlich der Part jetzt fast nur vorlesen, weil es kommt jetzt hundertprozentig eine lange Sequenz. Können wir ja nochmal ein bisschen vorlesen, ne? Dann gehen wir tatsächlich einfach nochmal vorlesen. Dann ist das ein bisschen einfach mal ein Part, wo wir sowas machen. Genau, hier wird dann auf jeden Fall eine lange Sequenz kommen. Wo gehst du jetzt hin? Na, hier können wir runter, oder? Nein. Nein, du hast vollkommen recht. Wir gehen hier lang. Ja, weil, nee, das möchte ich jetzt auf keinen Fall, die Sequenz jetzt in diesem Partner auslösen. Die wird lange dauern. Ich denke mal mindestens eine Viertelstunde. Geh ich von aus. Dann kommt das überflüssigste Element dieses Spiels. Wieso? Willst du aber keine Burg erobern? Willst du dabei hingehen und die Leute alle einzeln besiegen? So wie im ersten Teil? Was machst du jetzt? Ich will einfach so. Nach unten gehen. So. Ja. Und nochmal nach unten, oder? Ich habe ehrlich gesagt gerade keine Ahnung. Ich denke aber schon. Und dann geht's hier raus. Sie müsste, glaube ich, das Erdgeschoss sein. Ich hoffe. Ja, sieht gut aus. So, dann machen wir mal noch ein bisschen weiter, ne? Brief 52. Ich bin es mal wieder. Ich weiß, langsam gehe ich dir sicher auf den Sack, aber das muss sein. Ich wollte nur fragen, wann den nun VD2 und Beta rauskommt? Fragezeichen. Ich finde jetzt gut gefunden, dass er so Pseudonyme genommen hätte für die Leser. Das ist nicht so steht Brief 52 dahinter noch von Tim oder was weiß naja, ich. Ja, ne? Genau. Ja. Weil hätte man jetzt zum Beispiel sehen können, oh, der ist schon wieder, ne? Ja. Also gerade wenn er von ihm was mehrfach reinnimmt. Kommentar von Malix. Autsch, mein S. Stern. Zwinker. PS. Punkt. Hier ist es. Doppelpunkt D. Brief 53. Meine Freundin wollte mal wissen, welche Grafik VD hat. 2D oder 3D? Huh. Ja. Kommentar von Malix. Gruß an deine Freundin, aber noch ist alles 2D. Zwinker. Brief 54. Mein eBay-Konto wurde gesperrt. Kommentar von Malix. Hier der eBay-Kundendienst. Ja, ich erkenne das Problem. Es liegt an ihrer E-Mail, die leider den falschen Empfänger hat. Zwinker. Ich glaube nicht, dass er darauf geantwortet hat. Ich glaube es auch nicht. Brief 55.
Ich finde deine Spiele besser als die, die man kauft, so für 45 Euro oder so. Drum spiele ich gar nicht mehr im Moment. Spiele gerade zum dreimal Vampire's Dawn 1 durch und zum fünfmal Vampire's Dawn 2 Demo. Tja, das ist so ein Verrückter wie ich damals, Steve. Ich habe die Demo damals auch dreimal durchgespielt. Und nachdem jetzt, ich frage mich wirklich, warum? Ich kann das nicht mehr erklären, Mann. Ich war zu dem Zeitpunkt 14, verdammt, Mann. Ich weiß es auch nicht. Nachdem ich das hier nochmal gesehen habe, dachte ich mir, verdammt, das war ja schlimm, nervig einfach nur. Ich habe mit 14 StarCraft und so gespielt, ja? Ja, und ich habe mit Vampire's Dawn 2 Demo gespielt. Ja, StarCraft, mehrere Male. Ey, da habe ich mich dann wirklich am Wochenende abends zwei Stunden hingesetzt und habe diese Demo durchgespielt. Und habe mich dabei mega gefreut und mir so gedacht, ah ja, noch ein halbes Jahr oder so, dann kommt das bestimmt endlich raus. Oh Mann. Ey, dann hat er auch noch Trailer und sowas dazu veröffentlicht, ja. Brief 56. Ach ja, ich wollte noch sagen, dass die VD-Demo wegen den Pictures beim Ansprechen einer Person bei 32 MB RAM und 33 MHz nicht mehr flüssig läuft. Ja. Das Krasse ist, was ich da aber zu dem Zeitpunkt für einen PC hatte. Ich meine, ich lese ja hier die Zahlen, ja. Und ich weiß, dass das einige hatten, also so einen eher schlechteren PC. Und wenn ich überlege, was ich damals für eine Hüllenmaschine hatte. Oha. Tja. Ich hatte vor diesen 330 noch eine 1 davor gehabt. Zu dem Zeitpunkt. Ganz sicher. Ne? Ja, also, da hatte ich wirklich eine Hüllenmaschine. Okay. Kommentar von Malix. Bedauerlicherweise dürfte es bei VD2 noch schlechter aussehen, aber mehr Optik erfordert mehr Rechenleistung, da kann ich auch keine Ausnahme machen. Also ich hätte zum damaligen Zeitpunkt definitiv mit keinem Maker-Spiel Probleme gehabt, mit meinem PC. Ich hatte ja definitiv mit keinem Probleme, ne? Wir lesen natürlich noch einen Brief. Wie sind das denn diesmal auch, ne? Ey, Steve, das sind bestimmt ein paar hundert im Spiel. Ich bin mir da, ob das jemals aufhört, ist eher die andere Frage. Brief 57. Hi, bestimmt hörst du das ständig. Doch ich will das mal trotzdem unbedingt nochmal sagen. Das Projekt Vampire's Dawn hat mich wirklich umgehauen. Bin kein großer Fan von Retro-Games. Aber dieses ist einfach ein Hammer und eine außergewöhnliche Ausnahme. Ein dickes Lob an dieser Stelle. Kommentar von Malix. Danke. Brief 58. 1 Punkt. Vielen Dank für die Information. Ich danke. Information mit Frau habe ich auch noch nie gesehen. Habe ich auch noch nicht gesehen. Wahrscheinlich wegen vor, oder? Dass ich wahrscheinlich gedacht, das mit V geschrieben oder so. Schon, ja. 2 Punkt. Und eine Sache muss ich noch loswerden. Entschuldigung, wenn ich so sage, aber es ist so. Sie sind voll cool. Ist schon echt krass, wie viele Fanboys der Typ hat. Ja, natürlich hat er. Wow, wir sind durch. Natürlich hat er viele Fanboys gehabt, ja. Und ich sag mal so: Erster Teil war auch ein schönes Spiel. Ne? Muss man wirklich sagen. Es hat wirklich Spaß gemacht. Auch wenn das aus Designsicht auch schon seine Mängel hatte. Das Spiel hat ziemlich viele Mängel, aber irgendwie ist es das Spiel ist irgendwie so fesselnd, aber man kann irgendwie gar nicht so wirklich beschreiben, warum es fesselnd ist. So ging es bei VD1 auch. Obwohl es Mängel hatte und ich mich deswegen teilweise auch aufgeregt habe, wollte ich es trotzdem immer weiter spielen. Ja, also ich wollte unbedingt zocken. Das hat wirklich der erste Teil ausgelöst und das soll an der Stelle auch wirklich Malix mal zusprechen. Und ich hoffe, dass der zweite Teil auch noch in diese Richtung geht. Ich hoffe das immer noch ein bisschen. Wir werden es ja dann vielleicht im nächsten Part sehen, ne? Genau. Ich war DSD Steve und euer Let's Play Retro World. Ihr könnt ja mal euren Lieblingsbrief bisher in die Kommis schreiben. Tschüss.